Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar heute zu einer Rezension. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja ihr Lieben, heute geht es um dieses Büchlein hier, Elsas Glück von Beate Marley aus dem Blanc Vallée Verlag in diesem Format für 11 Euro und zwar hat das Ganze grob überschlagen um die 500 Seiten. Ja, ihr Lieben, worum geht es denn in dieser Geschichte? Wir haben 1928 in Wien und zwar geht es um das Kind bzw. auch so ein bisschen um die Kinder von Lotte. Ich weiß nicht, ob ihr den ersten Teil kennt. Lottes Glück heißt der, wo es um eine junge Frau geht, nämlich Lotte, die in Wien ihr Glück suchen will und in einem Bergsportgeschäft anfängt und da so ein bisschen den Bergsport für Frauen revolutioniert und auch die Klamotten. Es geht nämlich um die Frage, warum dürfen Frauen noch nicht mal beim Sport keine Hosen tragen? Ja, und jetzt haben wir hier ein paar Jahre später, wir haben Elsa Sonnstein, die Tochter von Lotte und ihrem jetzigen Mann Jakob Sonnstein, die ja aus gut betuchten Verhältnissen kommt. Also Lotte hat tatsächlich in eine relativ reiche Familie reingeheiratet. Jakob hat eine große Süßwarenfabrik und ist Arzt, also sie haben tatsächlich relativ viel Geld und Elsa ist am Studieren. Das heißt, sie hat eine ganz, ganz tolle Familie, hat viel Geld, möchte aber eigentlich so ein bisschen, ja, einen Weg machen, wie ihre Mutter ihn gemacht hat, allerdings in eine andere Richtung, aber auch mit demselben Mittel. Also es ist super spannend, denn Elsa belegt Kurse zur Psychologie vom Verhalten von Kindern und besucht Kinderheime und Forschungsstationen und fühlt sich da auch sehr wohl und macht sich da auch so ihre Gedanken, was man da verbessern könnte, entdeckt auch so einige Missstände in diesen Bereichen und versucht da einfach auch so ein bisschen was zu revolutionieren, wie ihre Mutter das gemacht hat. Und ihr Mittel zum Zweck ist eben tatsächlich auch das Skifahren und wie das weiter in der Geschichte eine Rolle spielt, solltet ihr unbedingt selbst lesen. Es ist eine unfassbar tolle Geschichte. Also ich fand den ersten ja damals schon so gut. Ich finde es so toll, wie in dieser bisher zweiteiligen Reihe, ich kann euch nicht sagen, ob da noch was kommt, das weiß ich nicht, starke Frauen in den Mittelpunkt gestellt werden, die wirklich was erreichen wollen und auch alles dafür tun, um den Menschen zu helfen, um ihre Grundsätze und Werte einfach weiter zu vermitteln. Und ich finde es unfassbar schön. Ich muss sagen, ich finde auch Wien als Stadt hier eine wundervolle Atmosphäre. Also man bekommt sofort mit, wie sich das Ganze verändert hat, auch nach dem Krieg und so weiter und was da gerade alles so an Veränderungen passiert. Hier geht es natürlich auch um Politik, es geht um eine sozialdemokratische Partei, die hier gerade auf den Plan tritt. Auch für die interessiert Elsa sich und forscht so ein bisschen nach und lernt Leute kennen, die in dieser Partei sind. Also auch politische Dinge spielen in diesem Buch wieder eine Rolle, genau wie im ersten Band auch. Und ich finde es einfach schön, wie hier einerseits Werte vermittelt werden, es weiterhin aber trotzdem auch um den Bergsport geht, um Elsa geht, die ihre Ziele verfolgt und etwas für Kinder erreichen möchte. Es geht natürlich auch viel um die Zeit, denn gerade Jakob ist im Krieg gewesen und hat so einige traumatische Erlebnisse, die er verarbeiten muss und die ihm Angst machen. Natürlich haben wir ja auch wieder Lotte, die einfach eine unfassbar tolle Mutter ist. Wir haben Elsa und ihren Bruder, der auch natürlich viel erreichen möchte, aber eine ganz andere Hinsicht, die seine Eltern sich für ihn vorgestellt haben. Und es ist einfach schön. Ich finde es super, super toll, wie hier viele, viele verschiedene Dinge miteinander verknüpft worden sind. Eine Familiengeschichte, starke Frauen, der Ski- und Bergsport und es macht einfach Spaß. Es ist eine tolle, locker leichte Geschichte, die man wirklich so unfassbar schnell lesen kann. Also Leute, es sind fast 500 Seiten und trotzdem habe ich dieses Buch innerhalb von 2 Tagen wirklich weglesen können, weil es so eine Leichtigkeit hat, man die Protagonistin auch total mag. Also ich finde das ja tatsächlich durchgehend so, gerade auch beim ersten Teil und bei diesem Teil, dass man die Protagonistinnen einfach so unfassbar toll findet. Die sind so stark, die haben ihre Werte, die versuchen die auch zu vertreten und durchzusetzen und das ist total schön. Also ich muss sagen, ich mag es sehr, sehr gerne. Es sind tolle, tolle Geschichten. Ich lege sie euch wirklich sehr ans Herz. Wenn ihr eine schöne, starke Frauengeschichte lesen möchtet, dann solltet ihr euch diese Reihe auf jeden Fall mal angucken. Natürlich angefangen Lottes Träume und jetzt hier weiterverfolgen mit Elsas Glück. Und ihr werdet eine ganz, ganz tolle Familiengeschichte durch die Generationen lesen, die so, so, so viel an uns vermitteln können, auch in unserer heutigen Zeit. Ja.
Was soll ich noch dazu sagen? Es sind für mich absolute Lieblingsbücher geworden. Ich lese sie unfassbar gerne und bin einfach gespannt, ob denn da tatsächlich vielleicht sogar auch noch ein dritter Teil kommen wird und wer denn da die starke Frau sein wird, die im Vordergrund steht. Also ja, genau. Ich halte euch da natürlich sehr, sehr gerne weiter auf dem Laufenden. Sobald ich da was erfahre, werde ich es euch weiter sagen. Ja, ich lieb's, ich kann es euch nur ans Herz legen. Schaut es euch unbedingt mal an. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ja, genau. Das dazu, das zu dieser Rezension. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!